Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind auf dem Basar von dem Pyria und wollen jetzt endlich mal eines der Teile schmieden. Ihr seid es wieder, seid gegrüßt. So, ich habe eine Ich habe eine Zerbitenträne. Zerbitenträne gefunden. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den Auftrag gebt, den Stab oder den Schild zu reparieren, werde ich sie verarbeiten. Ich habe eine Zerbitenträne gefunden. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den Auftrag gebt, den Stab oder den Schild. Gut, das kennen wir schon. Ich habe eine Zer. Ich nehme sie an mich und. Gut, repariert mir den Schild. Bitte, repariert mir nun den Schild. Ihr habt mir genug Zerbitentränen für alle drei Mulden gebracht. Ich repariere nun den Schild und setze drei Tränen darin ein. Ah, wundervoll. Jetzt spürt man in ihm die ganze Macht der Zerbiten. Nur wenige können solch einen Schild ihr eigen nennen. Ihr solltet stolz sein, Freund. Viel Glück damit und empfehlt mich weiter. Ja. So. Der Schild wäre repariert. Gucken wir uns mal an. Der ist auf der letzten Seite wahrscheinlich. Schild der Urelemente. Beliebige Magieart. Ja. Den kannst du auf jeden Fall tragen. Wie sieht es eigentlich mit uns aus? Ah, Stahlkappe. Ist aber schlechter als der Turban. Leider. Ringe wollte ich gucken. Goldener Ring der Intelligenz. Blutband. Und da sind die beiden leider immer noch besser. Ja, Gottesträne trage ich schon. Von euch kann keiner eine Gottesträne tragen. Du, dich wollte ich austauschen. Gegen ihn hier. Also den Hexer. Der kann Eis und Nekromantie und Todesmagie. Ja, kriegst du auf jeden Fall so einen. Und kriegst den hier. Dann gucken wir mal, ob wir von Erions Wissen noch mehr hier rumliegen haben. Das ist Tiaras Kraft. Ne, dann kriegst du das Ding mal auf. Mönchskutte, nein. Das ist auch Tiaras Kraft, göttliche Rune. Jetzt sehe ich, was da drin ist. Ring des Wissens ist beliebige Magieart 15. Da kriegst du die halt. Schildmäßig können wir dir den Götterbann andrehen. Und ein Mondkristall. So. Gut.
Die sind erledigt. Jetzt gehe ich zurück in den Tempelbezirk. Mal gucken, ob ich die Steintafel, die ich da gekriegt habe, einsetzen kann. Dann werden wir die nämlich auch los. Was haben wir noch? Oh, Assassin geht, das stimmt. Erstmal mit Seth reden. Der steht hier oben rum. Hat Deko, Kampf im Kolosseum. Na, wenn das nicht der Runenkrieger ist. Wie ist es euch ergangen seit unserem kleinen Meisterstück in Farlornsheim? Ich habe bessere Zeiten gesehen. Aber ihr wohl auch? Das ist nichts. Seth, ich habe ein Geschenk für euch. Nein. Ihr arbeitet für diesen Puppenspieler? Ich kann diesen verdammten Auftrag nicht durchführen. Bitte, verschont mich. Ich will nicht gegen einen Runenkrieger kämpfen. Warum könnt ihr den Auftrag nicht ausführen? Ich soll diesen verdammten General Irmir aus dem Weg räumen. Das ist völlig unmöglich. Er wird ständig von Palastwachen eskortiert. Ich bin nicht eben in guter Form. Ein verdammter Bria-Wolf hat mir mit seiner Armbrust ein Loch in die Brust geschossen. Seitdem habe ich diesen verdammten Husten. Stimmt. Mit diesem Husten schleicht es sich nicht gut. Ja, ich hatte einfach Pech. Versteht ihr? Kann doch jedem mal passieren. Ich dachte, die Wärme hier würde den Husten lindern. Und ich wollte nur ein paar Goldstücke verdienen. Und dann gleich so ein Auftrag. Verdammtes Pech. Kann ich euch helfen? Vielleicht lässt mich der Puppenspieler am Leben, wenn jemand den Auftrag ausführt. Ihr müsst Irmir töten und eure blaue Rose bei der Leiche lassen. Irmir ist oben in der Garnison im Ostflügel des Palastes. Es wird nicht leicht, es sind ständig Wachen bei ihm. Und ich meine damit keine gelangweilten Nichtskönner. Das sind Elitekämpfer. Aber zuallererst müsst ihr einen Weg in die Garnison finden. Nutzt die Deckungen, die sich bieten. Auch wenn es nicht viele sind. Hier, mit diesem Schlüssel werdet ihr das Tor öffnen können. Es ist ein Auftrag für einen Meisterassassinen. Oder für einen Wahnsinnigen. Viel Glück. Ich warte hier auf euch. Okay. Tötet Seth ist fehlgeschlagen. Trinkt ihr die Garnison ein? Trinkt die Garnison im Ostflügel des Palastes im Empyria ein und tötet General Ymir. Führt nun den ursprünglichen Auftrag von Seth aus und tötet Ymir. Lasst eure blaue Brust am Ort der Tat zurück, um ein Zeichen zu setzen. Also ja, hier im Osten waren wir noch nie. Sollten wir sicherheitshalber mal Bug überschreiben. Und ja, Ymir wird wahrscheinlich wahrscheinlich noch ein Problem, weil der ist ja des Kaisers treuster General. Die Palastwache hier lassen wir hinter uns. So, dieses Tor ist verschlossen. Den Garnisonsschlüssel verwenden. Das Tor öffnet sich. Gut. Kita-Gladiatoren. Okay. Die sind allerdings nicht stark. Die würde er sicher loslassen, wenn ich ihn angreifen würde. Hier sind Palastwachen, die zu stark für mich sind. Also für mich alleine.
Also ja, die Kita hier, die können nichts. Erlösen wir sie mal von ihrem Dasein. Ungefähr so. Okay, Emir kann überhaupt nichts. So, die blaue Rose habe ich verloren. Das heißt, ich kann mich wieder davon stehlen. Ich weiß nicht, was für ein Problem Seth jetzt hatte. Das war ziemlich einfach, ehrlich gesagt. So, Seth. Na, wenn das nicht der Runenkrieger ist. Ich habe bessere Zeiten. Das ist nicht... Seth, ich... Nein. Irmir hat sein Geschenk bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr nun verdammt gut oder verdammt wahnsinnig seid. Aber ihr habt es geschafft. Das vergesse ich euch nie. Und ich glaube, die Leute hier sind auch froh, diesen Bluthund Irmir endlich los zu sein. Geht zurück zum Puppenspieler. Berichtet ihm. Vielleicht hebt er den Blutbann gegen mich auf. Ihr solltet trotzdem von hier verschwinden. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Danke abermals, Freund. Ich wünschte, ich könnte euch entlohnen. Lebt wohl. Okay. Das heißt, wieder nach da unten. Das wäre Imperia Unterstadt. Was kann dieser Bescheid? Seth lebt. Wie überaus ineffizient von euch. Nun wird diesem bescheidenen Bürger nichts anderes übrig bleiben. Aber ich habe seinen ursprünglichen Auftrag ausgeführt. Irmir hat sein Geschenk erhalten. Ah, wie wundervoll. Endlich ist dieser Popanz aus dem Spiel. Und was wird aus Seth? Seth wird nicht mehr für euch arbeiten. Aber er lebt. Nun gut, dann sei es so. Aber ihr habt versagt. Ihr könnt der blauen Rose nicht beitreten. Solcherlei Weichherzigkeit ist nicht akzeptabel. Aber ihr sollt wenigstens für den Auftrag entlohnt werden, den keiner meiner Spieler erfüllen konnte. Hier unser Zeichen. Die blaue Rose, geschliffen aus Saphir. Sie ist sehr wertvoll. Nur die Meister unter den Puppenspielern erhalten sie. Nun wünscht euch dieser bescheidene Bürger noch einen schönen Tag. Lebt wohl und empfehlt uns weiter. Ja. Die Quest ist aktualisiert. Wir haben eine Saphirrose erhalten.